dann den Ostseeknaller. Sie werden großartige Fußballer erleben. Großes Highlight, der kostenfreie Busch-Shuttle, den wir ja dieses Jahr von Cottbus haben. Ja, liebe Cottbusser, liebe Lausitzer, ja, ein großartiges, ein abwechslungsreiches Wochenende steht vor. Ich glaube, es wird überall gefeiert, aber ganz besonders wird es sehr hoch hergehen. Es wird unglaublich viele Möglichkeiten der Bewegung geben, nämlich in Wilmersdorf. Mein Geheimtipp, nutzen Sie den ÖPNV oder auch die Bahn oder fahren Sie mit dem Rad, auch das würde passen. Von Beachvolleyball, Beachtennis über verschiedenste Laufmöglichkeiten, Halbmarathon, aber auch Bambini-Läufe. Dann gibt es natürlich den Ostsee-Triathlon. Dann gibt es eine Sportart, die ist in Cottbus erfunden worden. Die kann man dort wieder ausprobieren, nämlich Bennington. Und vieles mehr, dann den Ostsee-Knaller. Sie werden großartige Fußballer erleben. Schauen Sie in das Programm. Entscheiden Sie sich von Freitag bis Sonntag, am besten alle Tage. 9. bis 11.6. Viele Highlights. Großes Highlight, der kostenfreie Busch-Shuttle, den wir ja dieses Jahr von Cottbus haben. Also es kann jeder kostenfrei bis in die Mitternacht im stündlichen Takt nach Cottbus fahren. Partytechnisch ist auch was am Freitag unterwegs. Da wird Sarah Farinha den Dartspielern einheizen. Und am Samstag haben wir die DJ Crossrocker bei uns, die ab 19 Uhr dann das Festzelt ein bisschen zum Krachen bringen. Mein persönliches Highlight ist der Ostsee-Knaller mit einer Bundesliga-Auswahl. Samstag dann ganz wichtig, ADAC Bambini-Lauf und Schülerläufe, dass er da eure Kinder vorbeibringt, die dort starten können. Und danach der AOK Run & Bike. Auch ganz wichtig, der Ostsee-Triathlon, ja ein gebundenes Format, über viele Jahre schon integriert in die Ostsee-Sportspiele, findet auch am Sonntag statt. Es kann jeder vorbeikommen, sich noch anmelden auf unserer Homepage für die verschiedenen Veranstaltungen. Und ansonsten ist auch jeder als Gast gesehen. Wir haben kulinarisch alles zu bieten. Es gibt leckere Getränke, Mixgetränke. Also ich glaube, es wird an nichts fehlen. Wir werden uns dort auf alle Fälle sehen und ein riesen Dankeschön für alle, die das organisiert haben, nämlich größten Teil im Ehrenamt. Also unbedingt nach Wilmersdorf am Wochenende zu den Ostsee-Sportspielen.